Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. Wir sind bei einem neuen Run, wir müssen noch die 10 Marm Hearts Kills hinbekommen und ich wollte doch mit allen Charakteren jetzt einmal Marms Heart machen. Soweit ich weiß, fehlt jetzt nur noch Eve. Jawohl, Eve ist jetzt die letzte, die Marms Heart noch nicht gekillt hat, wegen dem Double Trouble damals. Dann wollen wir mal gucken, wie weit wir mit Eve kommen. Wir kriegen gleich mal als erstes Black Beam, was eigentlich für Eve das gut ist, weil Eve sollte sich eigentlich in die Gegner stürzen und Schaden nehmen. Eigentlich lohnt sich das gerade. Aktivieren wir auf Babylon, aber wir kriegen leider keine Truhe. Schade. Ah, das ist nicht gut. Das ist ein blöder Raum. Da unten ist ein X-Felsen. Wenn wir also eine Bombe bekommen, sollten wir erwägen, sie dorthin zu legen. Für etwas Seelenherzprotektion. Klingt ja wie ein Soul Eater. Also, das gibt's doch nicht. Wieso kriegen wir denn die ganze Zeit nur diese Scheißdinger? Also, ihr wollt mich verarschen, oder? Der einzige Pickup, den ich hatte, war eine Münze und hier legt ihr mir ein Item hin, an das ich nicht komme, weil ich nicht fliegen kann. Und ich kann auch nicht in den Shop, falls der eventuell die Bibel auf Sale hätte, weil ich keinen Schlüssel bekomme. Jetzt bleibt nur noch eins zu hoffen, dass der Boss den Latchkey droppt. Oder irgendwas mit Bomben, damit wir dann den Rest bekommen. Die Levy sind's. Der Mensch haben wir jetzt aber auch nicht zu verachten. Weil soweit ich das durch den Rasenralle verstanden habe, hat Eve als War of Babylon einen größeren Damage-Multiplier, weswegen man Damage-Ups besser immer als War of Babylon einsammeln sollte. Eine Güte. Gleich bist du aber erledigt, Levy. Wieso musstest du jetzt nach oben? Okay, das war der erste. Und du hast dir überall neue Häufchen hingelegt. Alles muss mir jetzt selber sauber machen. Muss richtig hinter euch die Kacke wegräumen. Ihr werdet nicht stuben rein. Oh, das hätte ich fast eingesammelt. Es gibt natürlich ein HP-Up. So. Verdammt, ich wurde auch geheilt. Es ist jetzt natürlich die Frage, ob sich da unten ein Curse Room befindet. Deswegen werde ich jetzt lieber mal wieder zu Eve. Und, naja, ganz einfach. Ich werde wieder lieber, nochmal, ich werde lieber wieder zu Eve, falls ich da unten ein Curse Room befinde, damit wir den betreten können, dann werden wir wieder zu War of Babylon. Wir haben eine Arcade auf jeden Fall, die öffnen wir schon mal. Ich gebe mal eins in jeden. Toll, toll, Bombe. Wenigstens haben wir einen Schlüssel. Und wir können die Karte öffnen. Ich habe ja noch keine Bombe. Werden wir erstmal Richtung Schatzraum gehen. Sie sind überall. Das sind zu viele. Wie soll ich euch denn angreifen? Und das mit meinem Damage gerade. Ich wäre vielleicht doch besser als War of Babylon runtergegangen. Einer ist tot, zwei. Und damit haben wir den ersten Treffer. Ich möchte ja auch noch Devil Deals bekommen. Und da ist es besser, wenn wir uns nicht von Gegnern treffen lassen. Danke, Deadbird. Ah, ein nettes Item. Ein wirklich nettes Item. Daddy's Longlegs, Daddy's Love. Der immer mal wieder für uns auf Gegner stampft. Da, mächtig, nicht wahr? So, Daddy Longlegs ist wieder da. Und hilft uns gleich. Sehr fein, wir haben ein Trinket. Teufelstruhe. So, hier kann uns Daddy jetzt natürlich nicht helfen. Aber erstmal müssen wir die Flammen auspusten. Ich weiß nicht, das will ich noch nicht einsammeln. Ich will lieber erst zu War of Babylon werden. Und das machen wir hier. So. Absichtlich in einen Gegner rennen. Gut. Jetzt das Seelenherz einsacken. Und ein Raum voller TNT-Fässer. Da ist aber ein X-Felsen neben dem Fass. Da ist was Feines drin. Noch ein Seelenherz, das ist fein. Da unten haben wir noch einen Raum neben dem Secret Room, da ich ja gern in den Secret Room würde. Da gehen wir mal hin und hoffen auf eine Bombe. Toll, da ist die Bombe, aber außer unserer Reichweite. Shit. Tja, das Einzige, was ich jetzt noch machen kann. Ach, wir haben hier eine Blutbank gehabt. Ich hätte gar nicht in die Gegner rennen müssen. Ich bin dämlich. Wir können hier versuchen, irgendwas rauszubekommen, was das Bombenmagnetur aufklappt oder sowas. Ein Wingworm. Ich bleib lieber beim Liberty Cap, weil Wingworm lohnt sich erst bei Tiersubs richtig. Obwohl, dich mag ich ja ganz gern. Fischheit, ich habe ich lange nicht mehr gehabt, weil der generiert immer wieder Attack-Fleiß.
Jetzt bleibt noch der Raum vor dem Boss. Und der Boss natürlich selber. Ansonsten... Pech gehabt? Der hat ja fast alles im Alleingang gemacht. Nö. Ich glaube nicht, dass ich ein Problem mit Dingle habe. Vor allem nicht, wenn Daddy kommt und den platt stampft. Jetzt hast du doch Kacke an den Füßen. Nein, Gott, du musst dir unbedingt die Schuhe putzen. Schon wieder? Oh, diesmal hat er auch Kacke hinterlassen. Ich habe mir schon gedacht, dass Dingle das mal schon macht, aber das war das erste Mal, dass ich es wirklich gesehen habe. Okay, ich muss sagen, dieses Item ist... Item, klar. Wie früher. Dieses Item ist dezent übermächtig. Aber wir haben mal wieder eine totale Pickup-Losigkeit. Das passiert mir doch zu oft, Pickup-Losigkeit. Oh, jetzt ist ich so schön schnell. Hoffen wir, dass die Caves besser werden. Ich habe meistens eins, wenn meine Wands nicht total OP sind. Entweder bekomme ich nur Kack-Items, oder ich bekomme einfach keine Pickups. Und, krieg gerade so die Schatzräume geöffnet und manchmal auch gar nicht. Hoffentlich ist dein Schlüssel... Pille. Na super, das hat's ja gebracht. Das hat's ja unglaublich gebracht. Und wehe, eine von euren Spinnen rennt jetzt wieder in mich rein. Ich bleibe außer Reichweite. Wie gesagt, ich bleibe außer... Danke, das war eine passende Spinne für uns. Nach oben. Supi. Ich werde den jetzt aber nicht sammeln, da tue ich mir doch weh. Das sind auch tolle Gegner. Danke, Daddy. Oh, das ist auch toll, wenn Daddy die ab... Da ist wieder Homsaki, das bringt ja nichts gerade. Ah, shit. Verdammt nochmal, und ich habe keinen Schlüssel jetzt. Und hoffentlich sterben wir nicht gleich. Das ist halt das Problem, wenn man als Wolf Babylon rumrennt. Man sollte sich besser nicht treffen lassen. Ich komme nicht an diese Truhe, es sei denn, der Kopf ist eine Bombe für mich. Ich brauche kein Herz. Wirklich nicht. Ich bleibe so, wie ich bin. Ich will ein Dämon sein. Stark und schnell. Geld. Bringt nichts, wenn wir nicht in den Shop können oder irgendwo ein Bettler rumsitzt. Das ist ja ein recht easy Raum hier. Natürlich nur, wenn der Creep jetzt auch verschwindet. Na, immerhin. Gesundheit für uns. Das ganze Zeug, das ich brauche, sind da Stacheln. Das ist so unfair. Eine Bombe, wenigstens etwas. Dann können wir mal diese eine Truhe freibomben. Hoffen, dass da ein Schlüssel drin ist. So. Und noch mehr Bomben. Das Gute ist, hier haben wir doch eine Bombsaki-Pille. Die können wir uns also holen. So, und jetzt können wir in den Schatzraum. Und wie, es lohnt sich nicht. Mr. Boo. Naja, immerhin haben wir jetzt eine Bombe. Ich würde mal sagen, der Secret Room, nee, der kann nicht hier drüben sein. Das ergibt nicht viel Sinn, oder? Nee, da kann er nicht sein. Will ich jetzt nicht rein, weil ich da meine viele Seelenherzen verliere. Aber er könnte wahrscheinlich doch... Nee, der kann hier nicht sein. Der kann nicht zwischen dem Laden sein. Ich will diese Mr. Boom auf Ladung auch nicht verschwenden. Ich nehme dich mit, damit wir mehr Schlüssel bekommen. Und Entschuldigung, ich habe mal wieder meine Ringe an den Tisch gehauen. Ihr wisst ja, dass mir das oft passiert. Ich wüsste jetzt aber echt nicht, wo er sonst sein könnte, wo es Sinn ergibt. Eigentlich nur noch hier. So, legen wir mal Mr. Boom hier hin. Nee? Okay. Dann werden wir jetzt wohl den Boss machen müssen. Er hat noch nicht Bock auf Überlegens benutzt. Jo, hilf uns, Daddy. Ah, nicht so weit. Meine Güte, der hat vielleicht Range abgeschluckt oder was. Gut, dass wir stark sind. Gut, dass Daddy uns hilft. Hoffentlich kommt ein Teufelsraum. Sehr gut. So. We need to go deeper, ehrlich? Kannst du mal den Retro-Treasure öffnen, aber sonst... Da bin ich, glaube ich, mit Mr. Boom gerade echt besser bedient. Außerdem bekommen wir ja die Chance auf einen Angel Room. Catacombs 2. Ich hasse diese Räume.
Danke, Daddy. Gut, dass wir nochmal in den Schatzraum in der zweiten Ebene sind. Dass wir den Schlüssel nicht für was anderes verwendet haben. Und zur Seite. Oh, ich muss darauf achten, die War of Babylon zu bleiben. Du bist auch ein gutes Pickup, Münzen und Schlüssel, die nehme ich lieber mit. Das ist dann Rusted Key, weil der Rusted Key tut halt die Pickups, die Truppen beeinflussen. Der Flat Penny aber nicht. Der generiert bloß Schlüssel, sobald Münzen eingesammelt werden mit einer hohen Chance. Schön, ich komme nicht an diese Münze. Ich komme heute an gar nichts. Das Spiel trollt mich, aber sowas. Dreimal dieselbe Pille, hoffentlich ist das eine schlechte Pille. Wenn es dreimal sowas wie Tears Up ist, das wäre... Scheiße. Shit. Mal sehen, wie lange ich hier überhaupt noch durchhalte. Mein Spiel war auch schon besser. Eine Bombe, na immerhin. Schauen wir uns den nächsten Raum an. Das ist hier. Ein Akku. Einfach nur ein Akku. Muss ich das verstehen? Ihr seid ja noch recht easy. Trollbombe. So, wo ist denn hier der Schatzraum? Wir wollen gucken, was wir kriegen. Das sollte nicht so nah gehen. Kein Schlüssel. Nö. Die tun ja mit Homing-Shots angreifen, deswegen vorsichtig sein. Also irgendwie... Wir hören gar nicht mehr auf. Ich will irgendwie nicht in den Shop, es könnte auch Reed sein. Er wird uns zwar schön viele Münzen geben, aber der wenigen Gesundheit und ich lasse mich garantiert von ihm treffen. Okay, richtig schön in eine Sackgasse gelaufen. Mit Twites und Homing Twites. Keine Ahnung, wie heißt ihr? Daddy, hilf! Boah, knapp. Ja, jetzt kriegen wir die Schlüssel. Jetzt! Okay, den Boss haben wir. Shit. Ach, ich hätte ja auch Mr. Boom nutzen können. Immerhin, die Bombe gibt's zurück. Hallo, Flat Penny, du generierst gerade überhaupt nichts. Okay, jetzt müssen wir aber aufpassen. So, ach so, der Kleine da ist gestorben. Der Mini-Dingel. Weil Daddy da war. Was bist du denn für eine Pille? Nein! Ich will nicht wieder Eve sein! Wieso ist die Full-Health-Pille bei Eve im Spiel? Muss ich irgendwie wieder Schaden nehmen? Naja, dafür gibt es eine Attack-Fly. Aber okay, so halten wir wenigstens noch eine Weile durch. Ja, wir hatten noch kein einziges Damage ab. Das Einzige, was wir haben, ist unser Ball of Bandage. Nee, man kann, wir können uns nicht in den Shop bomben, schade. Aber ich gehe jetzt mal rein, wir haben genug Schlüssel und natürlich auch genug Münzen, damit was zu kaufen. Ich hab's gewusst! Ich hab's irgendwie total gewusst, dass du es bist. Und wir haben keinen Schaden mehr. Naja, wir haben ja Daddy. Ich glaube, das ist nicht so wichtig. Jetzt passiert das. Okay, erstmal die Münzen und dann sammeln wir die generierten Schlüssel ein. Drei Stück oder waren es sogar vier? Ich will noch diesen letzten Raum da oben ansehen und dann würde ich gerne noch gucken, ob ich den Secret Room auftreibe. Naja, kein Problem. Und Daddy verfehlt. Sehr gut, diesmal hat er getroffen. Überall ist Blut. Der letzte auch noch. Gesagt, der letzte auch noch. Ich bleib beim Flat Penny irgendwie. Ich muss gerade mal die Räume checken. Von hier aus geht's nicht, okay. Das heißt, hier kann er nicht sein. Wie sieht's denn hier aus? Von hier aus geht's. Und da aus auch. Und der letzte Raum zeigt mir, ob dort der Sigmund sein könnte und wie er dort sein könnte. Bingo. Ui. Wir können unser Mr. Boom nochmal aufladen. Ich habe aber nichts mehr, was ich in die Luft sprengen muss. Und da lag ja noch ein Akku rum. Völlig für Umme. So, hallo, da bringt es eigentlich nichts, wenn ich Mr. Boom lege. Obwohl, ich probiere es mal. Vielleicht bringt's was. Vielleicht rennt einer rein. Naja. Nicht wirklich. Wo ist denn Daddys Fuß? Ich sehe ihn nicht. Ja, er folgt gerade dem Hollow. Ich scheine nicht zu wissen, wann er runter soll. Ah, das war knapp. Das war ja völlig falsch. Also wir haben der Ebene zum Glück mit Seelenherzschaden genommen. Da könnte ein weiterer Teufelsraum denkbar sein. Nein, wir haben zu scheiße gespielt.
Adept's One. Was habe ich da in den Haaren? Ich weiß nicht, was ich in den Haaren habe. Das war ziemlich dämlich gewesen. Und bis der Boom ist aufgeladen. Und hier sind überall Mücken. So, was ist besser? Erst den Schießen ausweichen oder anders? Shit. Hey, die Güte. Ich hab ja lange nicht mehr so schlecht gespielt, als ich IFA. Ich hab's irgendwie gerade überhaupt nicht drauf. So, nicht in die Stacheln. Da ist ja schon der Boss. So schnell findet man euch. Das war cool, wie die eben ihre Nacken über Kreuz hatten. Komm, komm, komm. Immer pustet sich die Feuer aus. Dabei haben wir eigentlich keine besonders große Chance, dass da was drin ist. Ich meine, eigentlich weinen wir die Feuer aus. Mal gucken. Ich wollte Mr. Boom einsetzen. Oh, es hat aber trotzdem gereicht. Wir sind wieder die Wurf Babylon. Und da ist ein Seelenherz. Sehr schön. Ich habe die falsche Taste. Ich habe die Taste für Bomben gedrückt, eindeutig. Nicht die Taste für Mr. Boom. Verdammt. Ah, Gimpy. Wenn wir jetzt getroffen werden, bekommen wir oft Seelen oder schwarze Herzen. Hopos schwarze Herzen. Was ist denn in diesen beiden Schädeln? Nichts. So, da ist ein Champion. Vorsichtig. So, da ich jetzt mehr Schlüssel als Bomben habe, ist es besser, wenn wir Schlüssel sammeln. Ich meine, Bomben sammeln mit Schlüsseln, anstatt Bomben zu verwenden, um Schlüssel zu sammeln. So gehen wir in den Shop. Oh, der PhD. Den nehme ich doch gerne mit. Und was ist diese weiße Pille? Speed Up! Verdammt nochmal! Obwohl es ja doch Speed Down sein können. Wieso habe ich denn jetzt volle Gesundheit? Hä? Ja, bloß der PhD hat mich geheilt. So, nee, ich werde den Mr. Boom. Ich werde den Mr. Boom einmal aufladen und dann diese beiden Seelenherzen, das sind ja keine Seelenherzen, dann die beiden Flammen in die Luft jagen. So Chance für Seelenherzen, ja. Na gut, ich nehme dich mal mit, falls ich den Blutbankot oder einen Teufelsbettler habe, bist du bestimmt ganz nützlich. Und ich fände es jetzt auch sehr nützlich, eine Blutbank oder einen Teufelsbettler zu haben. Damit wir wieder Energie bekommen, ich meine, Schaden bekommen. Energie haben wir ja gerade. Warum auch immer. Fehlt die Heildeiden also? So, ich sollte Mr. Boom aufladen. Ach was. Sehr schön, da haben wir die gerade zurückbekommen. Wo gehen wir denn als nächstes hin? Oh, das ist ein Double-Trouble-Boss. Jetzt in diesem Raum. Ein großer Mega-Dingel. Hoppla! Moment mal. Hat er eben ein ganzes Seelenherz abgenommen mit seinem Schuss? Verdammt nochmal. Wieso bist du so stark? Wir haben unseren Schatz schon gesammelt, oder? Das war Gimpy, oder? Aber ich... Das war cool. Aber ich habe jetzt Gimpy nicht mehr. Ach, Gimpy kann auch von den Gegnern Herzen droppen. Ich habe jetzt Gimpy natürlich nicht mehr. Shit. Weil ich danach den PhD eingesammelt habe. So, ja, ich habe hier die Black Bean. Die vergiftet ja. Mr. Maus sind so übel. Wir haben noch einen großen Raum dort. Jede Menge Gehirn. Wir sind ja aber auch kein Zombie. Wir brauchen kein Gehirn. Wir machen das Gehirn besser mal fertig. Ich kann euch nicht folgen. Ah, ich kann hier mal. Sehr schön, da ist eine Tarotkarte aufgetaucht. Samphus. Ich würde mal sagen, die Empress können wir in diesem Challenge Room hier verwenden. So, Karte aktivieren. So, dann könnt ihr die Schlüssel und Münzen sammeln wir bei Gelegenheit ein. Oder wenn wir zufällig über sie drüber laufen. Ich möchte die ganze Zeit die Wolf Babylon sein. Wo ich es eigentlich richtig aussprechen? Keine Ahnung. Puh. Das war dumm. Das war wirklich dämlich. Ach so, das war eben mein Vogel. Ich habe mich gefragt, warum ich den von vorne verletzen konnte. Komm schon. So. Schlüssel ohne Ende. Ah, sehr gut. Mal sehen, was du uns gibst, Bettler. Und? Herzen, die wir nicht benötigen. Hoppla, ich wollte nicht verschieben.
Ein Seelenherz, sehr schön. Ein Schlüssel, davon haben wir genug, gib uns doch lieber eine Bombe. Eine Tarotkarte. Kommen wir in den Shop. Oh, sehr schön. Blue Map. Das heißt, wir kriegen jetzt auch den Secret und Super Secret Room angezeigt. So, hier ist der Secret Room. Ui, super. Ich bin jetzt nicht die War of Babylon, natürlich. So, wenn wir vor ihm stehen, ist das ja kein... Nice. Was, da hinten ist der Super Secret Room, der dich nicht im Leben nicht erwartet. Halt, falsch, falsch, falsch. Ich bin falsch. Vorsichtig. Immer darauf achten, dass die Karte nicht zu sehr im Weg ist. Meine Güte, der ist wirklich weit weg. So. Und hier legen wir die Bombe. Was? Aber es hieß doch, dass er hier ist. Wieso hat die Bombe nicht funktioniert? Oh nein, ich war nicht richtig in der Mitte, stimmt's? Nun ja, das wird kein Problem sein. Ich kann den Mr. Boom aufladen, indem ich den Boss mache. Und dann können wir da nochmal hin. Ab zum Boss. Der Dark kommt Double Trouble, wenn wir das überleben. Wenn wir das überleben, aber ich hoffe mal, dass unser Daddy Long Legs uns hilft. Wir suchen uns erstmal um eine von ihnen zu kümmern. Das ist natürlich nicht so toll, wenn sie beide gerade versuchen, uns zu killen. Und okay, der eine ist jetzt wieder schön da unten geblieben. Hoppla. Wenigstens bist du vergiftet. Oh, das war knapp. So, andere Seite. Na gut, Eve ist einfach ein Charakter der Schaden nimmt. Jetzt weiß ich nicht mehr, welcher der war, den wir schon ange... Ah, du warst es. Ach nein, ich vergesse immer, dass der im Brimstone macht, wenn man unter ihm steht. Das vergesse ich immer. Also, ich nehme so viel Schaden in diesem Wand, das ist ja nicht mehr feierlich. Das ist wirklich scheiße. Ich meine, Eve hält, teilt nicht viel aus, aber... Trotzdem, ich sollte besser ausweichen. Sag, so kriege ich nicht mal Devil oder Angel Rooms. Bei dieser Leistung. So. Wir gehen noch Super Secret Room und diesmal richtig. So, hier muss die Bombe hin. Bingo. Nee, will ich nicht. Ich brauche das Child's Heart nicht. Wir gehen besser in die nächste Ebene. Aber dort beenden wir dann auch den Part. Weil es ist schon wieder fast die 25 Minuten voll und es passt doch in der nächsten Ebene aufzuhören. Nicht schon wieder, tut mir leid. Na super, vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal.